Ja, guten Morgen, No Touch. Dieser Talk Landing Organization State of the Union, man kann nicht sagen, ist eine Tradition, weil es die No Touch erst einmal gab, aber das habe ich ja beim letzten Mal schon gemacht. Die von euch, die uns ein bisschen kennen, wissen, dass wir Wissensmanagement definieren als Führung und Gestaltung lernender Organisationen. Also so ein bisschen weg von dieser Idee Wissensmanagement als Wissensdatenbank hin eigentlich zu dem Paradigmenwechsel Organisationen nicht mehr als Maschine zu betrachten und die Menschen als austauschbare Rädchen, sondern Organisation als lebendigen Organismus. Und deswegen versuche ich in meinem Vortrag immer mal so ein bisschen das Jahr-Revue passieren zu lassen. Was ist da eigentlich passiert seit dem letzten Mal? Wer will, kann den Talk von 2016 auch nachgucken, der steht auf YouTube. Und dann aber auch zu sagen, in welche Richtung geht denn gerade der Zug, also was ist so die Richtung, in die wir uns gerade bewegen. Ich würde für die, die den anderen Vortrag nicht gehört haben, bei der letzten No Touch, einfach kurz nochmal so eine kleine Einführung machen. Nicht drüber stolpern, die Folien sind Englisch, weil die brauche ich in 2 Wochen nochmal für eine englische Gelegenheit. Ich spreche aber heute in Deutsch darüber. Also würde ich nochmal abholen, sozusagen, wo kam das gedanklich her? Wie war der Vortrag aus 2016? Und so ein großes Ding, was sich verändert hat, ist, dass wir versucht haben, die Sichtweise so ein bisschen von der organisationalen Teamebene mal auch auf die individuelle Ebene zu legen. Im Wissensmanagement gibt es seit langem schon dieses Feld PKM, Personal Knowledge Management. Es gibt so Lippenbekenntnisse wie der Mensch muss immer im Mittelpunkt stehen. Und dann, wenn man aber sich die Projekte mal anschaut, wird doch relativ oft werden Plattformen implementiert. Use Cases ist sowas wie Projektzusammenarbeit oder Teamzusammenarbeit. Und das Individuum steht dann eigentlich am Ende gar nicht so sehr im Mittelpunkt. Außer vielleicht mit der Fragestellung, warum machen die nicht das, was wir wollen, dass sie tun? Und da hat sich ja auch der eine oder andere mitbekommen, es sind so Themen aufgekommen, so ganz früher Getting Things Done, so persönliches Aufgabenmanagement für Wissensarbeiter, aber auch jetzt sowas wie Working Out Loud beispielsweise oder Objective Key Results, also Dinge, die quasi sehr radikal am Individuum ansetzen. Und das würde ich mal so ein bisschen versuchen darzulegen, wie wir das gedanklich einordnen und wie es da auch zu so einem Canvas, also Canvas ist so eine grafische Denkstruktur, wo man sagt, in welchen Building Blocks muss ich eigentlich darüber nachdenken, also was sind so die Gestaltungsfelder für mich selber, wer so ein bisschen aus dem Startup-Bereich oder so kommt, ne, kennt vielleicht den Business Model Canvas vom Alex Osterwalder, der ja recht bekannt ist. Da werde ich jetzt heute nicht so sehr im Detail eingehen, in der Telegram-Gruppe habe ich mal so einen Podcast verlinkt oder einen Mitschnitt, wo Alex in der Universität of Stanford war und mal in einer Stunde die Historie dieses Canvas auch erzählt und wie es zu diesen Building Blocks gekommen ist. Also, das ist, was euch erwartet. Und wie gesagt, in 30 Minuten. Ich schaue, dass ich meine 128 Folien in der Zeit auch gut durchbekomme. Genau, also, was ich das letzte Mal erzählt hatte, also ein bisschen unsere Historie mit der No-Tech. Da war ja quasi der Übergang No-Tech, No-Touch. Nicht die Punkte lesen, das waren einfach so die Themenvorträge, die wir dort vorgestellt haben, die Projekte. Also, sprich, sei es mit Schaeffler, mit Audi, mit Bosch. Mit Adidas, die sind alle veröffentlicht. Wen das interessiert, da gibt es auch überall die Links, also die ganzen Slides und Papers und so weiter dazu. Die könnt ihr gerne haben und euch anschauen. Und das, was wir da so ein bisschen als eine Schlussfolgerung draus gezogen haben, auch in der Webinarserie vor der letzten No Touch, war so die auf der einen Seite die Evolution des Wissensmanagements, also angefangen bei so einzelnen Tools. Man hat sich am Anfang sehr stark mit so Sachen wie Wissensbewahrungstools und Wissenslandkarten und Wissensbilanz beschäftigt. Hat dann irgendwann mal festgestellt, man muss eigentlich so eher so ein, nicht, es geht nicht um das eine Tool, sondern es geht um Werkzeugkasten von Tools, also diese Toolkit oder Toolbox-Idee. Da sind dann in den Wissensmanagement-Abteilungen so Grafiken aufgetaucht, wie was ist eigentlich unser Tool- und Methodenportfolio. Na, und dann sozusagen nächste Stufe zu sagen, wir denken eher über Frameworks nach, also wir denken über Rahmenmodelle, die uns eigentlich beschreiben, was ist eigentlich so eine lernende Organisation und wer ist da alles beteiligt, weil dann kommt man nämlich auch so ein bisschen aus diesem Modus raus, wer ist eigentlich der Besitzer eines Tools? So früher die Fragestellung, gehört Wissensmanagement in die IT oder in die Personalentwicklung oder in die Kommunikation oder in die Strategie, ist die Antwort in alle davon und in noch viel mehr Bereiche. Und das kann man mit so einem Framework eben leisten, den Leuten halt klar zu machen, wenn ich sage, Wissensmanagement ist Gestaltung lernender Organisationen, dann ist das halt nicht ein Beteiligter, sondern dann sind im Prinzip alle Mitarbeiter der gesamten Organisation beteiligt, das zu gestalten. Genau, vor 1,5 Jahren waren wir so gerade beim Launch der ISO 9001-Norm. Also, das müsst ihr jetzt hier nicht lesen, die kleinen Sachen. Das habe ich nur die Folie mal rauskopiert aus dem letzten Mal.
Und da war diese Framework-Idee sehr stark auf der organisationalen Ebene, ne, wo man in ISO 9001 quasi als Bezugsrahmen des Systems die Organisation modelliert und sagt, man hat so Input-Output, also irgendein Kunde hat eine Anforderung, ich setze sie um, da kommt ein Produkt oder ein Service hinten raus und ich muss eigentlich sozusagen Wissen haben, um diese Prozesse gut abzuwickeln, muss aus den Prozessen lernen, Stichwort After-Action-Reviews, Lessons Learned und solche Sachen. Braucht vielleicht auch in der Organisation ein bisschen andere Modelle, also so Dual Operating System vielleicht von John Kotter, also sprich neben der Hierarchie auch eine Netzwerkstruktur mit Communities, Enterprise Social Networks. Also das war so der Ansatz, aber eben auf der organisationalen Ebene. Ja, und ich habe damals auch gesagt, sind wir sicher nicht irgendwie oben am Berg, sondern da fangen wir halt an, vielleicht haben wir so über den ersten Hügel den wollt, aber da ist noch sehr viel Arbeit zu tun. Und jetzt will ich euch mal so ein bisschen zeigen, in welche Richtung die Gedanken seitdem gegangen sind. Also woran haben wir seitdem gearbeitet? Wir haben auf der einen Seite mal gesagt, wenn man so ein Framework irgendwie ins Leben bringen will, dann braucht das Baby einen Namen und braucht irgendwie eine Dokumentation, braucht irgendwie eine geschlossene Form, wie man sowas auch darstellen kann. Ne? Weil wenn man über Wissensmanagement spricht, jeder versteht irgendwas drunter und es gibt eigentlich so nicht dieses Produkt. Man hatte das früher mal, als Wissensmanagement sehr toolorientiert war, haben Anbieter versucht, einem ein Wissensmanagement-System zu verkaufen. Oft dann noch stand da das Wort integriert davor, ne, so mit der Idee, da steckt eigentlich alles drin. Ne, und an so ein integriertes System glaube ich schon auch, aber es ist kein technisches System, sondern es ist eher ein Betriebssystem oder ein Organisationssystem. Da hat man auch vor einem Jahr schon diskutiert, ne, diese Operating System-Metapher. Geht man damit wieder in so eine Maschinenlogik, aber da haben wir im Prinzip gesagt, wir bleiben mal dabei, also haben sozusagen LernOS kreiert als Operating System for Lifelong Learning and Learning Organizations, also das heißt, die Grundidee ist zu sagen, ich habe ein Betriebssystem, ein Managementsystem, was sich vom Individuum für seinen lebenslangen Lernprozess bis zur Entwicklung lernender Organisation quasi einsetzen kann. Na, und eben auch auf diesen drei Ebenen, da kommen so diese drei Punkte neben dieser ersten Logo-Version, da wird es auch nochmal ein schöneres geben her, weil wir halt gesehen haben, es gibt ganz viel so, wie sagt man da, Carsten, du hast es neulich Dreieck genannt, also so Trialismen, ne? Nicht Dualismen, wir hatten früher im Wissensmanagement sehr viel so Mensch, Organisation, Technik oder Individuum, Team, Organisation oder dieses Mindset, Skillset, Toolset. Also wo man so sagt, es gibt so die Balance zwischen drei Sachen herzustellen und deswegen haben wir versucht, das in dem Logo eben auch mit zu verankern. Ja, und die Idee ist quasi, dass wir mit diesem Operating System auf der einen Seite mal richtiges Mindset kreieren, also ganz viel des Erfolgsfaktors, ob Wissensmanagement funktioniert oder nicht, hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich das richtige Tool installiert habe oder die richtige Methode eingesetzt habe, sondern hat damit zu tun, was für eine Grundhaltung habe ich dem Thema Wissen und Lernen gegenüber? Und sage ich in meiner Organisation, das ist mir wichtig, ich investiere Zeit, es ist wichtig, nach jedem Projekt Lessons Learned zu machen, offen über Fehler zu sprechen, Erfahrungen weiterzugeben, oder habe ich dieses Mindset eben nicht? Und wenn ich das nicht habe, ist meine Meinung, kann ich viele Millionen in Tool investieren, bringt mir aber überhaupt nichts. Oder viel weniger, als es bringen könnte. Ja, also das war so der Gedanke, zu sagen, wir nehmen diese Triade Mindset, Skillset, Toolset, die eigentlich aus dem Stuffing von also auf der einen Seite Stuffing von Startups kommt, auf der anderen Seite aus dem Design Thinking Bereich und sagen, das sind eigentlich so drei Voraussetzungen. Ich brauche die richtige Grundhaltung dazu, ich brauche die richtige Fähigkeit auf allen Ebenen. Joachim hat es vorhin gesagt, Digital Skills, Digital Leadership, Prozesse mit unsicherem Ausgang zu moderieren. Also da gibt es ein breites Spektrum von Fähigkeiten, so 3C-Modell, Collaboration, Creativity und solche Dinge. Und dann brauche ich natürlich auch die richtigen Tools und Methoden. Also das sind kann man nicht irgendwie wegdefinieren, ja, ob ich die richtigen Werkzeuge im Einsatz habe. Das ist so, wie wenn ihr Heimwerker seid. Das macht einen Unterschied im Arbeitsergebnis, ob ich halt gute Werkzeuge habe oder schlecht. Und das Scope quasi immer für die digital vernetzte Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Also so die Grundidee, wir müssen das irgendwie für dieses Jahrhundert, wir sind ja eigentlich schon mittendrin, kann man gar nicht sagen, wir gehen ins 21. Jahrhundert, wir sind ja fast schon ein Fünftel sozusagen durch. Dafür wollen wir das kreieren. Ja, und dann haben wir so ein bisschen über Namen überlegt, mit diesem LernOS, da fragen uns auch immer viel, warum fehlt da das A, das ist doch eigentlich Englisch, ne? LernOS. Ja, und da jemand aus der Podcasting-Community, der macht einen Esperanto-Podcast und auf dem Weg bin ich irgendwie dazu gestoßen, dass das LernOS im Esperanto heißt Lernen, also das ist das Futur von Lernen und Mi LernOS heißt ich werde lernen und Wie LernOS heißt wir werden lernen.
Ja, und dann haben wir quasi das so mal als Ausgangsbasis genommen, weil dieses Ich werde lernen, wir werden lernen, quasi die Übertragung ist für Lifelong Learning oder eben Learning Organizations und dieses kontinuierliche Lernen. Nicht aufhören, bis unsere Zukunft zu Ende ist. Also bis wir mal tot umfallen quasi. Ja, da kommt der Name her und deswegen ist da auch kein A drin. Ja, was wir auch gesagt haben, die vielleicht, ich habe die Folie auch nachher noch drin, diese Grundidee Standing on the Shoulders of Giants, also sondern das, was man da macht, das fängt nicht im luftleeren Raum an, sondern das setzt auf ganz vielen auf, was vorher da ist. Und deswegen bin ich halt überzeugt davon, dass solche Inhalte einfach als möglichst offener Inhalt da sein soll. Deswegen lebt das jetzt auf GitHub, sage ich auch nachher noch ein bisschen was dazu, unter einer Creative Commons BY-Lizenz. Das heißt, jeder kann das kopieren, verändern, irgendwas mitmachen. Ja, und das fällt eben in diesen Bereich Free Cultural Works, also sozusagen Inhalte, die nach Möglichkeit möglichst lang da sind und weiterverwendet werden können. Da können wir auch am Nachmittag in der Session nochmal ein bisschen drüber sprechen. Das erste Produkt sozusagen aus dieser Denkweise war dieses LernOS Wheel, also dieser Dreiklang Mindset, Skillset, Toolset, der dann über den Harald Schirmer und die Kata und so weiter über das Benchlearning-Projekt sich so ein bisschen verbreitet hat. Also mittlerweile hat es in viele, viele Präsentationen Einzug gehalten. Für uns die Quelle waren so zweierlei. Zum einen mal im Design Thinking, Notosh hat es sehr früh verwendet. Und hier in der Region der Stefan Peter Roos, SPR2 auf Twitter, der saß mal irgendwann hier in der Küche vor 2,5 Jahren oder wann. Und dann hat er das gesagt, so eigentlich so beiläufig und bei mir hat das so Klick gemacht. Das ist eigentlich so der Dreiklang, den wir brauchen. Ne, das war so der eine Strang. Der andere waren die Squared Wheel Man. Ich weiß nicht, wer die kennt, da gibt es so eine ganz alte Bleistiftzeichnung, die ist nicht ganz so hübsch. Im Prinzip so. Die Leute, die hier einen Karren ziehen mit einem rechteckigen Rad und der eine, der eigentlich das runde Rad hat und ihnen das anbietet und die sagen, nee, danke, wir haben zu viel zu tun. Wir können uns jetzt mit unserem runden Rad nicht beschäftigen. Das gibt es auch als die Menschen mit der Säge, ne, die Säge nicht schärfen können. Und da haben wir halt gesagt, die Metapher quasi dieses Lernos Wheels ist, wenn ich sozusagen eines dieser drei Felder weglasse, dann bin ich vielleicht trotzdem besser als mit dem rechteckigen Rad, ne, aber ich habe immer noch einen Wagen, der immer so holpert sozusagen. Ich bin eins besser, aber ich bin sozusagen nicht beim Optimum. Da kam dann quasi diese Radidee her. So, und dann haben wir auch erstmal auf organisationaler Ebene angefangen zu denken, sozusagen, wie bringt man das denn in eine Organisation? Haben uns unsere Projekte ein bisschen angeschaut, haben festgestellt, da gibt es schon diese verschiedenen Level. Also wir haben Projekte, die starten auf Organisationsebene, viele auf Teamebene, ganz wenig auf individueller Ebene. Also Personal Knowledge Management ist da nicht so stark verbreitet in der Nachfrage und haben dann gesagt, eigentlich muss man so eine Art Scrum oder iterativen Implementierungsprozess definieren, ne, wo ich sage, ich setze mich hin, ich überlege mal, was ist so mein True North, also mein Ziel, meine Vision, wo will ich eigentlich hin, mache dann einen Plan entlang dieser drei Handlungsfelder, also was müssen wir tun im Bereich Mindset, Skillset, Toolset. Gibt es dann auch so eine Toolbox-Idee dazu, dass man sagt, so Sachen wie Barcamp, Design Thinking, Lego Serious Play, Communities of Practice, habe ich da im Werkzeugkasten, daraus kann ich mich bedienen. Na, und dann implementiere ich das quasi in so einer Sprint-Logik. Ich sage, die nächsten 3 Monate probieren wir mal aus, Communities of Practice anhand dieser 3 Piloten beispielsweise. Und dann komme ich hinten in einem Review, so wie bei Scrum eben auch, sozusagen zu so einer Go-No-Go-Entscheidung. Also machen wir es weiter. Machen wir es genauso weiter wie bisher oder müssen wir es verändern oder wird es beerdigt und die Lessons Learned werden dokumentiert, ja, auf Organisationsebene. Und der andere Dreiklang, wo wir eben auch noch drüber nachgedacht haben, wie kriege ich das jetzt so in Richtung Prozesse integriert, da sind wir eben auf den David Garvin gestoßen, den wir schon länger so als Paper immer mal verwendet haben, na, aber wo wir eben eigentlich zu dem Ansatz gekommen sind, zu sagen, wenn ich jetzt so eine Toolbox zum Beispiel strukturieren will, ne, so nach so ähnlich wie man halt vielleicht Schraubenzieher und Hämmer und so weiter im Werkzeugkasten strukturiert, dann brauchen wir da auch so Unterordner. Ne, und da sind wir quasi auf diesen Dreiklang oder diese 3 Building Blocks, wie er es nennt, gestoßen. Wo man sagt, es gibt Dinge, die so auf Leadership-Ebene wirken, wenn ich sowas mache wie Wissensstrategie, Wissensbilanz, Knowledge Leadership, Digital Leadership, bin ich eher da. Wenn ich Lessons Learned implementiere, After Action Reviews, Working Out Loud oder Blended Learning oder solche Sachen, dann bin ich halt eher auf der Lernprozessebene. Wenn ich an Fehlerkultur arbeite, ne, so Environment oder auch Räumlichkeiten oder virtuelle Systeme, dann bin ich halt eher auf der Environment-Ebene. Ne, das war so ein drittes Element, was diesen Dreiklang quasi, diese 3 orangen Bubble darstellen soll. Und man ist eigentlich immer wieder zu der Frage gekommen, was ist so diese Antwort auf das What's in it for me, also dieses
Und die alten Geschichten im Wissensmanagement, die sind immer ziemlich wenig motivierend, finde ich. Ne? Das ist so, ja, wir schreiben jetzt mal unser, vielleicht stößt irgendwann im Wiki mal jemand drauf und vielleicht hat er was davon und vielleicht auch nicht. Und der Chef respektiert es auch nicht, dass ich da Zeit fürs Wiki verwende und schimpft mich, dass ich da zu viel Zeit fürs Dokumentieren verwende vielleicht. Also irgendwie gibt es da keine guten Stories sozusagen für dieses What's in it for me. Und dann hat man so zwei so Projektbeispiele. Das eine war der Adidas Learning Campus, wo auch die Story am Ende war, also schon die Vision, also ob man das in klein lesen kann, quasi ist to transform the Adidas Group into a learning organization with sustainable learning as a competitive advantage. Ne, aber der Weg sozusagen, wie man das materialisieren will, ist über dieses You Learn, We Grow. Also es ist sozusagen der einzelne Mitarbeiter als self-directed lifelong learner, war da das Schlagwort. Ja, sozusagen, wenn jeder sich als lebenslanger Lerner sieht und das dann über die Teams zusammenfließt und in die Organisation kommt, dann wird daraus sozusagen eine lernende Organisation, so vom Individuum über die Teams zur Organisation. Ja, das war das eine. Das zweite war Bosch Learning Company Projekt. Habt ihr vielleicht letztes Jahr im Mookathon, sind da ein paar Sachen angeklungen, zum Beispiel das Learnagility Manifesto, wo quasi das agile Manifest an dem Themenfeld Lernen gespiegelt ist und gesagt, oder ist so ein Manifest entstanden, was bedeutet eigentlich Lernen in der digitalen Welt, und ein bisschen bekannter geworden durch den Fokusartikel mit dem Denner, Volkmar Denner, CEO von Bosch, ne, wo er eben auf der einen Seite mal adressiert, dass Führungskräfte ein absolut relevantes Thema ist, ne, und nicht nur ein nice to have als ein Aspekt, und da eben dann auch so Sachen wie, ganz witzig, sowas wie Working Out Loud als Learning Forum und Social Media proklamiert ist. Also das war so eine andere Geschichte, wo dann eben auch über den Mookathon quasi klassische Trainingsorganisation und Working Out Loud mit der Katharina und so weiter zusammengeflossen sind. Na, das kennt ihr wahrscheinlich, dieser One-Pager, Working Out Loud bei Bosch, wo man auch in der Projektevolution jetzt sehen kann, das ging erstmal mit Enterprise 2.0 los, dem Enabling-Projekt. Dann, als die Plattformen da waren, starker Fokus auf internes Community-Management. Wie kann ich das fördern? Dann so ein bisschen eine Ebene wieder höher, Agile Company in the Digital Age. Ne, quasi Digitalisierung, Agilität zusammengebracht. Und jetzt insbesondere in Person von der Katharina eben dieser Fokus auf Working Out Loud, wo ganz oft so Schlagworte auftauchen, Working Out Loud als Enabler quasi für digitale Transformation. Also auch sehr stark eben dieser Fokus auf die persönliche, individuelle Ebene. Und ganz interessant, wenn ihr da unten rechts seht ihr immer die Links, da könnt ihr die Quellen euch angucken, in diesem roten Kasten da bei der Value Proposition ist eben ganz explizit Learning Organization als Mehrwert für die Organisation genannt, wenn man eben Working Out Loud implementiert. Genau, in Bezug jetzt auf das No-Touch-Thema auch ganz interessant, wie bei so vielen Sachen, Innovationen oder Treiber ist oft IT. Also aus dem Dunstkreis Boston Enterprise 2.0 Konferenz und der Jive World ist irgendwie aus so einer Geschichte, da gab es wie Narrating Your Work oder auch Observable Work. 2.8, Twitter diesen Hashtag Work. Ja, daraus hat der Bryce Williams dann mal diese Definition gemacht, Working Out Loud als Observable Work and Narrating Your Work, und später dann John Stepper quasi dieses Buch mit diesem Trainingsprogramm, wo man in 12 Wochen das irgendwie sich selber erlernen kann. Ja, und ganz interessant, die Wolkop, die haben quasi mit diesem Thema Working Out Loud den HR Excellence Award gewonnen. Ja, also so nicht ganz ein Jahrzehnt, 7 Jahre später hält es eben auch Einzug in HR und wird dort als Tool anerkannt und eingesetzt. So, und dann haben wir uns ein bisschen gefragt, wenn man jetzt auf dieser ganz individuellen Ebene unterwegs ist, wie kriegt man denn das zusammen mit der organisationalen Ebene? Und da ist so, also sowohl im Bereich jetzt von sehr digitalen Companies, also Spotify, Holiday Check, Runtastic und so weiter, da ist sehr stark dieses ganze Themenfeld Objective Key Results aufgekommen. Da habe ich euch auch das YouTube-Video mal verlinkt, das ist von dem Kollegen von Google Ventures, der das mal in einer Stunde auf den Google Talks dargelegt hat, also wer da ein bisschen tiefer rein will, dem empfehle ich das Video. Long story short, OKR ist quasi so ein agiler Planungs- und Governance-Prozess.
ist schon ziemlich alt. Andy Grove, CEO von Intel, hat den in den 80er Jahren bei Intel entwickelt. Gibt es ein Buch, 10 Euro oder was, auf Amazon, High Output Management. Also da wird beschrieben, wie quasi der Entwicklungsprozess bei Intel war. Und der John Doerr, das ist ein Investor, also der ist beim Kapitalfonds, der war damals Manager bei Intel, hat es dort mitgebracht und hat es quasi dann über seine VC-Tätigkeit ziemlich zum Start von Google, also so ein Jahr, gutes Jahr nach der Gründung, eben zu Google gebracht. Und über Google ist es groß geworden. Nur wenn man es kurz erklärt, bei Objective Key Results sagt man macht nicht eine Zielvereinbarung für ein ganzes Jahr, das ist viel zu lang, man muss agiler werden. Man macht das in der Regel auf Quartalsebene, die meisten, also alle 3 Monate. Man definiert ein Objective, also das, was will ich erreichen, ein qualitatives Ziel und davon für ein Quartal maximal 5. Und für jedes dieser Objectives, ne, kennt ihr vielleicht diese ganzen Tech-Companies, die sind sehr data-driven, sozusagen maximal 4 Key Results, die ich messen kann auf einer Skala 0 bis 1. Ja, also sowas wie, wir wollen Google Mail in Europa etablieren, ne, und unser Ziel ist quasi, was weiß ich, 1 Million User im nächsten Quartal zu haben beispielsweise. Auch ganz interessant, als idealer Erreichungsgrad gilt irgendwas zwischen 70% und 75%, weil die sagen, wenn du in dem Quartal quasi 100% erreichst, dann war dein Ziel nicht ambitioniert genug. Also gibt es diese ganze Terminologie mit so Moonshot-Goals und so, dass du sagst immer, du willst immer ambitionierte Ziele stecken, das heißt 70% Zielerreichung ist okay. Auch spannend, das ist der Aspekt, der für uns besonders interessant ist, quasi diese OKRs, die werden auf persönlicher Ebene, auf Teamebene und auf Organisationsebene gemacht. Wenn ihr den Talk euch da anschaut, da ist auch mal so der Jahreskalender, wie das sich sozusagen auf so ein Jahr strategische Planung mappt. Und alle OKRs sind transparent für alle. Also wenn ich bei Google aufs Profil von Larry Page gehe, finde ich dort seine OKR definiert. Ja, und aus der Perspektive ist es natürlich, kann man sagen, so eine radikale Transparenz in Bezug auf Working Out Loud, weil ich nicht nur so Einzelaspekte irgendwie sichtbar mache, sondern auch die Ziele, die hinter meinen Aktivitäten stecken und die Ergebnisse, die ich erreichen will, direkt mit sichtbar mache. Also das haben wir gesagt, das ist ein interessanter Grundmotor, um das sozusagen hinter das Framework zu legen. Damals zum Beispiel vom OKR-Forum letztes Jahr, dass der Runtastic Case, Runtastic ist ja mittlerweile auch Adidas, präsentiert, da ist auch unten der Link auf den ganzen Foliensatz. Na, da sieht man mal so die Werte, die dahinter liegen, also Passion, Trust, Focus, Priority, Effort. Na, dann die Basics, gibt es so eine Übersichtsfolie, wo man eben im Wesentlichen das sieht, was ich gerade erzählt habe. Die machen jetzt OKR nur an Company- und Team-Level, nicht auf der individuellen Ebene. Die Darstellungsform, also so diese Objectives mit den Key Results, wie ist es abgebildet? Das ist zum Beispiel auch ganz interessant, da haben wir jetzt mal so ein Prototyp gemacht. Sowas kann man sehr gut, wenn man jetzt Office 365 hat, in Microsoft Planner abbilden. Ne, und kann dann so Plans quasi für alle transparent machen, kann dann den eigenen Key Results dokumentieren, kann andere Leute einladen, die können mir helfen. Ne, und jetzt bei Runtastic ist es tatsächlich so, dass die Sachen auch ausgedruckt irgendwo hängen. Das heißt, wenn ich in den Bereich komme, sehe ich dort von jeder einzelnen Person oder den ganzen Teams quasi die OKRs an der Wand hängen. Na, und dann haben wir überlegt, wie kann man das irgendwie zusammenbringen und irgendwie handelbar machen, dass nicht jeder jetzt anfangen muss, 10, 15 Bücher zu lesen und sich durch Vorträge zu hangeln. Und da haben wir eben den Business Model Canvas mal rausgekramt von dem Alex Osterwalder. Das ist so ein Framework, um in 9 Building Blocks Geschäftsmodelle zu definieren. Im Zentrum steht Value Proposition und in die linke Richtung macht man sich quasi Gedanken, was sind denn so meine Assets, also meine Aktivitäten, meine Ressourcen, meine Partner, und rechte Seite ist dann eher die Kundenseite, ne? Was habe ich für Zielgruppen, wen spreche ich an, welche Kanäle habe ich da und unten dann sozusagen Aufwand nutzen, also was muss ich investieren, was muss ich einsetzen an Ressourcen und wie sind die Revenue Streams, also auf welchem Kanal verdiene ich Geld. Kommt aus 2008, gibt es das Buch dazu, ist mittlerweile auch adaptiert, also es gibt ein Business Model Canvas für Teams und es gibt Business Model U, ist quasi so ich als Einzelperson und mein Geschäftsmodell, ne, weil immer mehr Leute eben als Freelancer oder als freie Mitarbeiter irgendwo unterwegs sind, ne, und da auch so diese ich als mein eigener Unternehmen Perspektive interessant sind. Ne. Und wenn ihr den in der Telegram-Gruppe, den Podcast, den ich heute früh gepostet habe, da erklärt Alex mal so ein bisschen, wie er darauf gekommen ist. Ne. Er sagt halt, in solchen Bereichen ist es interessant,
Sachen eben nicht mehr nur mit Wörtern zu beschreiben, sondern so ein visuelles Denkframework zu bekommen, um Sprache zu vereinheitlichen. Ja, sagt auch, das muss agil sein. Also gibt es so das Statement, never write on a canvas, that's why God invented Post-its. Ja, also das heißt, die normale Arbeitsweise mit so einem Ding, eben so ähnlich wie im Design Thinking mit Empathy Map oder so, das Ding groß auszudrucken und dann mit Post-its reinzukleben, weil ich die quasi immer diskutieren, verändern, verschieben kann. Und sobald ich das mal fest draufgeschrieben habe, sozusagen ist es eingebrannt, dann ist mein Geschäftsmodell nicht mehr agil. Also den haben wir uns genommen und haben gesagt, wir adaptieren da eigentlich genau die gleiche Grundstruktur. Das hat sich so bewährt und sind dann hergegangen, und das würde ich halt in der Session heute Nachmittag mal im Detail ein bisschen erklären, was da die Denke ist, die neuen Building Blocks abzuleiten aus 3-4 Kernmethoden. Also auf der einen Seite Getting Things Done, David Allen, also so Selbstmanagement-System für Knowledge Worker. Das ist schon sehr abgehangen, irgendwie Anfang neues Jahrtausend. Also, weißt du, gibt es irgendwie Leute, die GDD praktizieren? Martin Lindner im Chat hebt jetzt laut die Hand. Ja, Werner, okay. Also, das lohnt sich auf jeden Fall auch mal anzuschauen, weil das halt davon ausgeht, dass extrem viel auf uns einprasselt. Und wie kriege ich das eigentlich alles organisiert? Wie kriege ich meine Repositories strukturiert? Wie kriege ich meine ganzen Aufgaben in den Griff? Dann eben Objective Key Results, dieser ganze Strom rund um Personal Knowledge Management, was es da gab, Personal Knowledge Mastery, Seek, Sense, Share, Harold Yaci und solche Sachen und eben Working Out Loud. Und auch der Canvas, der lebt jetzt eben auch auf GitHub, das heißt, den kann man sich auch runterladen, den kann man verändern, irgendwie für sich selber anpassen, wenn die Struktur einem nicht passt. Auf die Grundstruktur gehe ich dann heute Nachmittag ein, dass wir einfach im Rahmen der Zeit jetzt bleiben. Im Wesentlichen ist es so, im Kern, da wo halt die Value Proposition beim Business Model Canvas steht, stehen hier eben jetzt Objective and Key Results in Richtung der rechten Richtung. Das ist so die Working Out Loud Grunddenke, zu sagen, bestimmte Ziele erreiche ich dadurch besser, dass mir Leute in meinem Netzwerk helfen, die ich heute noch gar nicht kenne. Na, also brauche ich irgendwie so diese, welche sozialen Netzwerke nutze ich und welche Leute will ich eigentlich erreichen. Na, wo ihr, wer Working Out Loud Circle macht, an so Relationship Lists arbeitet zum Beispiel, oder auch das Goal, was man in der ersten Woche macht, das kann ich halt zum Beispiel in dieser mittleren Spalte dokumentieren. Na, und dann ist ja immer die Frage, so einen neuen Netzwerkpartner, den kann ich einfach ansprechen und sagen, gib mir mal all deine Präsentationen. So eine Logik ist immer, ich muss erstmal was tun, was dem Netzwerk was bringt, damit das Netzwerk mir später auch hilft. Na, und da kommt halt so der Gedanke her, dass man mal in so Feldern wie My Expertise, also was sind eigentlich so die Wissensgebiete, wo ich gut bin, Knowledge Assets, was sind so Sachen, die ich habe, die ich teilen kann, Checklisten, Präsentationen, was auch immer, was gibt es da, aber dann eben auch dieser Repository-Bereich, also was habe ich denn eigentlich für Töpfe, wo ich Sachen bereitstellen kann? Ja, also sprich, ganz oft wird Working Out Loud mit Twitter verbunden, aber das ist ja nur der erste Schritt. Also wo teile ich denn mit der Öffentlichkeit ein Creative Commons lizenziertes PowerPoint-Dokument? Stelle ich das auf Slideshare oder habe ich eine Dropbox? Und auch intern in den Firmen ist man manchmal erstaunt, wie wenig es so Personal Repositories gibt, wo ich gut teilen kann. Ja, wo ich mal so sage, hier, wenn ich jetzt davon ausgehe, 90% der Inhalte, die ich eigentlich habe in der Firma, können von allen anderen gesehen werden. Die Mechanismen gibt es oft gar nicht, dass ich mein persönliches Laufwerk für alle freischalten kann. Ja, also das ist, da kommt man dann eben auch auf so Defizite, wo man sagt, wo müssen wir denn da an Infrastruktur, an Environment arbeiten, um eben das möglich zu machen. Aber wie gesagt, wenn das interessiert, machen wir nachher eine Session dazu. Ein paar Sätze jetzt noch zu den Quellen, was es gibt. Das hier ist Shadow of the Colossus, also Standing on the Shoulders of Giants. Das ist so die Idee, der Zwerg auf den Schultern von Riesen sieht mehr als die Riesen. Ja, das heißt, was wir in der GitHub-Dokumentation auch gemacht haben, ist so eine LernOS Roots and Inspirations Seite anzulegen, wo eigentlich so die ganzen gedanklichen Quellen, die da dahinter steckt, gelistet sind. Das sind mittlerweile ein bisschen mehr als 50. Unten seht ihr auch den Link. Und da fangen wir jetzt so Stück für Stück an, bei den wichtigsten so die Kernquellen reinzulinken. Also zu sagen, was sind da jetzt in Bezug auf Business Model Canvas die wichtigen Talks, die wichtigen Papers, die wichtigen Quellen. Ja, dass man da so eine Art Kanonisierung, also so, was ist quasi der Kanon an Content, der da unten drunter liegt, eben auch zugänglich haben, damit wenn einer sagt, okay, ah, finde ich blöd, will ich irgendwas anderes einbauen, er sozusagen genau weiß, wie er okay, ah, da wieder rausschrauben kann und was anderes reinschrauben kann. Genau, letzten zwei Minuten, vielleicht so zu den nächsten Steps. Also zum einen mal jetzt heute die Session. Ich werde auch wieder für Corporate Learning Camp, Knowledge Camp eine Session vorbereiten. Da gab es ja letztes Jahr schon eine, eher zu dem organisationalen Teil von LernOS. Dann gibt es eine eigene Telegram-Gruppe, die so als User Group gedacht ist für die Zukunft, wo einfach Nutzer, die damit was machen, sich austauschen können. Wo ich auf der Suche bin nach so ein paar Leuten, die halt in so einem
Core-Developer-Team, also die das mit weiterentwickeln wollen, einfach mithelfen. Es gibt aus der Working Out Loud Community auf Facebook getrieben so eine Webkonferenz am 9. Juli, 16 Uhr unserer Zeit, die auf Englisch sein wird, deswegen sind die Folien auf Englisch, wo ich das nochmal so ein bisschen vorstellen werde, ein bisschen mehr Fokus auf dem Canvas und wie nutze ich ihn im Kontext von Working Out Loud. Bis dahin wird es auch so eine kleine Anleitung geben. Dann ist der Stefan-Peter Roos, der betreibt eine Plattform, also der mit dem Mindset Skillset Toolset, die heißt canvanizer.com. Das ist quasi ein Webservice, wo ich online mit verteilten Teams an Canvases arbeiten kann. Also da kann man so virtuelle Post-its reinkleben und die dann für andere freischalten. Und wenn einer einen reinklebt, sehe ich sofort auf allen anderen. Und der will den LearnOS Canvas quasi auch als Template dort bereitstellen, dass ich im Canvanizer auch mit dem Canvas arbeiten kann. Ne, wenn ich das irgendwie transparent machen will, anderen zeigen will. Umgekehrt kann ich am Nachmittag auch zeigen, haben wir mittlerweile ein OneNote-Template, wo ich quasi auch in OneNote sozusagen in einem Reiter meinen Canvas abbilden kann. Es wird auf dem IOM-Summit von Björn eine Präsentation geben im September, 18. und 19. September. Und wie gesagt, auf GitHub, das ist ja eigentlich so eine Software-Code-Developer-Plattform, da kann man aber über sogenannte Issues sozusagen einfach Probleme melden, Sachen, die man nicht versteht, reinschreiben. Das soll sozusagen die zentrale Stelle werden, wo einfach Feedback und Verbesserungsvorschläge für das ganze LearnOS zusammenlaufen. Und wer da Lust hat, der kann sich da gern beteiligen. Ich denke, da sind wir einen Schritt weitergekommen in den letzten 1,5 Jahren, aber die große Steigung steht uns noch bevor. Und werden wir sehen, wie wir bei der nächsten No-Touch, wo wir da stehen. Danke euch. Okay.